Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcasts und YouTube-Kanals Zähne und Gesundheit mit dem Thema Hypnose bei Angst vorm Zahnarzt. Und ich bin heute nicht allein, sondern ich habe mir einen Experten auf diesem Gebiet der Hypnose zu mir geholt und eingeladen und freue mich ganz stark, dass der Matthias Köck heute mein Interviewpartner und mein Gast im Podcast respektive YouTube ist. Ja, wie habe ich den Matthias kennengelernt? Vielleicht als kleine Geschichte vorab. Eine Patientin kam zu mir in die Praxis und sagte: Mensch, bei mir gehört was repariert und es war ein bisschen eine größere Reparatur, denn es musste ein oder zwei Zähne entfernt werden und wir mussten eine Niko operieren. Also es war schon ein chirurgisch operativer Eingriff und die Patientin sagte: Ich möchte das gerne ohne lokale Betäubung, also ohne Spritze probieren. So, und ab diesem Punkt war für mich das etwas überraschend, weil ich natürlich nur gewohnt bin, Patienten unter Lokalanästhesie schmerzfrei zu behandeln. Aber sie sagte, ich habe da einen Trick, ich nehme meinen eigenen Hypnotiseur mit. Da habe ich gesagt, alles klar, wenn Sie das möchten, probieren wir das gerne aus. Ich bin gespannt. Und so kam Matthias mit der Patientin zu mir in die Praxis. Und ich ließ sie, ich denke, es waren so 10, 15 Minuten alleine, kam dann in das Zimmer, als ich gerufen wurde und wusste nicht genau, was ich vorfinden würde, aber was ich vorfand, war eine total entspannte, immer noch ansprechbare Patientin. Ich konnte mich ganz normal mit ihr unterhalten. Matthias ist an ihrer Seite gesessen und wir haben diesen Eingriff durchgeführt. Und am Anfang war es ein bisschen komisch für mich, den ersten Schnitt zu setzen, weil ich nicht wusste, tut sie jetzt weh oder nicht oder wie reagiert sie. Aber es war wie, ja, wie in Lokalen, es ist wie mit kompletter Betäubung und war für mich sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und deswegen haben wir auch den Matthias auch in unserem Netzwerk. Das heißt, wenn Patienten Angst haben, bieten wir immer auch über den Matthias die Möglichkeit zur Hypnose durch den Profi an. Das ist die kleine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, Matthias. Vielleicht magst du aus deiner Sicht nochmal mehr zu dir sagen. Was machst du? Wie bist du ausgebildet? Wie bist du zur Hypnose gekommen? Stell dich einfach unseren Zuhörern und Zuschauern gerne einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Matthias Köck. Ich bin ursprünglich gelernter Programmierer und naja, irgendwann hat mich so die Muse etwas verlassen, weil ja, der Chef nicht unbedingt so optimal war in der Firma. Und dann habe ich eben beschlossen, für mich selber mal was zu machen. So bin ich zur Hypnose gekommen. Interessiert hat es mich schon jahrelang vorher. Und dann habe ich eben 2011, glaube ich, war es, diese Ausbildung gemacht. Und weil dann 2 Monate später ein Freund von mir ja, einen Unfall hatte, hat sich L1 bis L4 gestaucht und da konnte und durfte ich ihm dann helfen. Und da habe ich eben dann erkannt, wie schnell und wie grundlegend, dass man Menschen da wirklich helfen kann, auch bei großen Problemen. Und dann habe ich eben für mich entschieden, einfach den Weg weiterzugehen und Menschen dann tatsächlich zu helfen. Und nicht nur, wenn jemand kommt und sagt, mein Drucker geht nicht und in der Nacht konnte er trotzdem nicht schlafen. Jetzt, wenn die Leute zu mir kommen, können sie in der Regel auch in der Nacht gut schlafen, wenn vielleicht auch der Drucker nicht funktioniert. Ja. Und die Geschichte aus meiner Sicht, also deine Patientin, meine Klientin, war vorher schon zu ein paar Hypnosesitzungen bei mir. Wir haben uns auf einem anderen Weg kennengelernt und sie war eben dann von der Hypnose begeistert und kam dann eben einmal zu mir und meinte, du, ich habe da einen Eingriff bei biologischen Zahnarzt in Tittling und würdest du da vielleicht für mich die Hypnose übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, red du mit dem Zahnarzt, für den muss es passen. Ich mache das sehr gerne für dich. Und dann war eben dieser besagte Tag, dieser besagte Termin. Und meine Vorarbeit waren circa 15 Minuten, wo ich einfach diese Schmerzfreiheit im Kiefer, Oberkiefer, Unterkiefer hergestellt habe. Und es waren 2 Zähne zu reißen. Und ich werde auch nie den ersten Satz vergessen, als du reingekommen bist. So, jetzt reißen wir erst einmal einen Zahn und schauen wir mal, ob die Hypnose funktioniert. Den Satz werde ich definitiv nicht vergessen. Und nach dem ersten Zahn, den du gerissen hast, hast du dann die Zahn-OP unten rechts gemacht, diesen Niko, diesen Zahninfarkt entfernt.
etwa einen Kubikzentimeter aufgebohrt und dann mit Ozon wieder gereinigt. Also du merkst, es hat durchaus auch bei mir einen Eindruck hinterlassen. Und ich kann nur bestätigen, auch wenn man einen Meter daneben steht, der Bohrer, hört sich genauso unangenehm an, wie wenn man auf dem Stuhl liegt. Aber in Hypnose ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem. Ja, soweit eben ein bisschen zu mir. Ja. Das Thema heute, Matthias, ist ja Hypnose beim Zahnarzt und Angst beim Zahnarzt. Kannst du erklären, warum denn diese Angst vor dem Zahnarzt so ausgeprägt ist? Warum haben Menschen überhaupt diese Angst vor dem Zahnarzt? Warum ist das so kombiniert? Das hat nicht nur einen Grund und bei jedem kann es natürlich eine verschiedene Mischung an Gründen sein. Einer der Gründe kann sein, eben dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, weil man bekommt vielleicht eine Spritze, Narkose, man ist ausgeliefert, man weiß gar nicht, wie wache ich da jetzt wieder auf, habe ich noch alle Zähne oder was macht der da, während ich ausgeliefert bin. Und zum anderen kann es natürlich auch von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen kommen, die beim Zahnarzt beispielsweise stattgefunden haben, weil nicht jeder ist so sensibel und so gut wie du. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Unfall beim Zahnarzt. Kann ich aus meiner eigenen Familie berichten. Mein Papa hatte circa 60 Jahre Angst vorm Zahnarzt, weil er im Alter von 8 Jahren war er beim Zahnarzt und da ist eben während einer Behandlung, während des Bohrens, der Bohrer im Zahn abgebrochen. Und ja, an deiner Reaktion merkt man schon, das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, was einem Menschen oder auch dem Zahnarzt passieren kann. Und auch auf solche Arten und Weisen können dann eben diese Ängste vorm Zahnarzt entstehen, also ein tatsächliches Erlebnis. Oder weil man vielleicht auch andere Erlebnisse gehabt hat im Leben, die dann eben diese Angst vor dem Ausgeliefertsein mit sich bringen. Ja, auf alle Fälle würde ich genauso sagen. Also entweder es war vorher schon was Traumatisches oder auch diese Angst, sich nicht mitteilen zu können, weil man kann ja nicht sprechen oder auch nicht widersprechen. Wobei das als, ich sage immer zu den Patienten, ich merke das eigentlich noch viel früher, ob ihnen was wehtut, als sie mir es sagen, weil das spüren wir auch. Aber das ist, glaube ich, so die Grundangst, auch dieses Ausgeliefertsein. Da ist eben auch die gute Patienten- und Arztbeziehung, das Verhältnis natürlich auch wichtig. Jetzt ganz konkret, Matthias, wie kann denn Hypnose beim Zahnarzt helfen? Welche Einsatzbereiche gibt es denn? Vielleicht haben ja unsere Zuhörer, Zuseher, hat ja jemand ein Problem, ein gewisses, bei welchen Teilbereichen könntest du unterstützen mit deiner Hypnose? Also die Hypnose beim Zahnarzt, wo ich unterstützen kann, ist sehr, sehr vielfältig. Zum einen, wie wir gerade angesprochen haben, die Angst vorm Zahnarzt, zum anderen eben auch die Angst vor der Behandlung, die ja wieder ganz andere Aspekte mit sich bringt als eben die Angst vorm Zahnarzt. Dann gibt es eben auch noch die Angst vor dem Abdruck. Habe ich aktuell eine Klientin, die einfach da Probleme hat, diesen Abdruck zu machen. Dann gibt es eben auch dieses Zähneknirschen, das man immer wieder hat, oder auch diese Verbissenheit, wo man einfach nicht mehr den richtigen Druckpunkt findet. Das sind in der Regel andere Ursachen im Leben, die sich dann eben körperlich auf diese Art und Weise auswirken. Da kann allerdings ja die Ursache auch in der Kindheit liegen, in der aktuellen Lebenssituation. Und da ist es dann eben vielleicht von Vorteil, wenn man vor einer Behandlung dann vielleicht einmal 1, 2, 3 Hypnosesitzungen vorher macht, weil auch Entspannung ist etwas, was man verlernen kann. Und Entspannung kann man über die Hypnose sehr, sehr schnell wieder erlernen. Und somit ist einfach auch gewährleistet, dass dann beispielsweise bei dir vor Ort einfach die Hypnose auch optimal so wirkt, wie man sich das Ganze wünscht und vorstellt. Jetzt mal ganz konkret gesprochen, eine Patientin hat jetzt, oder es weiß, sie müsste zum Zahnarzt gehen, traut sich aber nicht schon allein diesen Termin auszumachen, weil es bei ihr einen direkten Horrorfilm im Kopf auslöst. Diese Patientin dürfte sich bei dir melden und sagen, ich weiß, ich sollte, muss zum Zahnarzt gehen, habe aber wahnsinnige Angst.
Würdest du sie dann in Sitzungen so weit vorbehandeln, dass sie vielleicht sogar die Ängste schon verliert und allein schon selber zum Zahnarzt alleine gehen kann? Oder würdest du sie begleiten? Würdest du mit dabei sein? Oder hängt es vom Einzelfall ab? Oder wie würde das konkret ablaufen? Sowohl als auch wieder mein Papa als Beispiel. 60 Jahre Angst vorm Zahnarzt, das waren, glaube ich, zwei Hypnosesitzungen, die wirklich nur so circa 20, 25 Minuten was gedauert haben. Und früher aufgrund seinem traumatischen Erlebnis war er immer ganz verspannt auf dem Arztstuhl und hat seine Hände so angespannt, dass die Finger schon ganz blau geworden sind. Und jetzt merkt er ab und zu zwar noch, dass er die Finger verschränkt, aber in dem Moment, wo es ihm bewusst wird, kann er auch schon wieder loslassen, weil ich einfach bei ihm die Entspannung auf diesen Moment gelegt habe, wo sein Rücken den Zahnarztstuhl berührt. Und in dem Moment kann er einfach locker lassen. Und es war auch so schlimm bei ihm, dass er tagelang vorher schon nicht mehr gut geschlafen hat, weil er gewusst hat, ja, in 3 Tagen ist ja der Termin. Und dieses Problem hat er seit diesen Terminen nicht mehr. Und ja, er freut sich zwar nicht auf den Zahnarzt, so wie es in der Regel bei jedem Menschen ist, aber er hat zumindest keine Angst mehr davor. Ja, sehr gut. Und jetzt, wenn wir jetzt vielleicht mehr haben als eine Angst, eine Phobie oder wenn sich der Patient es trotzdem nicht zutraut, alleine zu gehen oder wie bei unserem Ersterlebnis, könntest du auch den Patienten begleiten, um ihn auch da zu führen, denke ich, oder? Ja, auf alle Fälle. Also den Termin können wir miteinander mit deine Patienten, meine Klienten so abstimmen, dass ich auch vor Ort mit dabei sein kann. Und ein Thema habe ich vorher noch vergessen, wo Hypnose auch helfen kann. Das ist beispielsweise auch dieser Würgereiz, der ja auch ganz gerne mal beim Zahnarzt vorkommt. Und auch da kann man mit Hypnose einfach durch diese Entspannung das Ganze einfach über sich ergehen lassen und weiß, alles geht am Schluss gut aus. Ja, das sowieso. Genau. Was für mich eben auch interessant war, ist, wie gesagt, ich habe das Zimmer betreten damals bei mir und wusste jetzt nicht, was finde ich vor. Finde ich jetzt eine schlafende, singende, träumende Patientin vor? Ja. Und sie war komplett ansprechbar. Also wir konnten uns ganz normal unterhalten, natürlich ein bisschen in ruhigerem Ton. Man versucht natürlich da schon auch ein bisschen die angenehme Stimmung zu halten, aber total normal ansprechbar. Also es war keine Trance oder sie war jetzt nicht weg, wie man so schön sagt. Ja. Das glaube ich ist auch nochmal wichtig, dass mir das nochmal oder dass du das nochmal erklärst. Ja. Wie muss man sich denn den Zustand vorstellen, wenn man hypnotisiert ist? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich es noch nie war und vielleicht auch ein bisschen Angst habe davor? Hypnose vom Ablauf her kann man sie ungefähr so vorstellen wie eine gute Nachtgeschichte. Und auch diese kleinen Kinder erleben ja diese gute Nachtgeschichte, als würde es tatsächlich passieren. Einem kleinen Kind stellst eine Schachtel hin und 5 Minuten später ist es ein Piratenschiff auf hoher See oder eine Raumkapsel auf dem Weg zum Mars oder sonst irgendwas. Und die sehen dann tatsächlich auch diese ganzen Anzeigen und so weiter und so fort. Also das Ganze findet nur in unserer Vorstellung statt. Und genauso gefährlich ist eben auch Hypnose für den erwachsenen Menschen wie eine gute Nachtgeschichte. Nämlich das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man vor lauter Entspannung einschläft und dann, aber wie du auch gemerkt hast, trotzdem ansprechbar ist. Und wenn du sagst, Mund weiter auf, Kopf nach links, nach rechts, dann kann dieser Mensch das durchaus machen. Und bei einem möchte ich dir widersprechen, doch, sie war in Trance, Okay. aber in der Trance ist man nicht weg, sondern in der Trance, da ist der Alpha-Zustand, diese leichte Entspannung vollkommen ausreichend. Und wenn man einfach mal nach Indien schaut oder zu irgendwelchen indigenen Völkern in Amerika, die tanzen, die trommeln, die singen sich in Trance. Das heißt, die sind voll ansprechbar, die lassen sich dann Nadeln, Fleischerhaken und weiß der Geier was irgendwo durch den Körper stechen. Und die haben aber die Augen offen, die reden, die singen.
Also ein Trance ist nicht unbedingt das, was man so im Allgemeinen eben immer glaubt, da bin ich weg, da bin ich ausgeliefert. So ist es ganz und gar nicht, weil auch bei der Gute-Nacht-Geschichte, wenn das kleine Kind dann plötzlich feststellt, ach, die Geschichte gefällt mir aber nicht, dann wird das Kind einen Teufel tun und liegen bleiben, sondern das reißt die Augen auf und sagt, erzähl mal bitte die andere Geschichte. Und wenn ein Kind nicht ausgeliefert ist, ist es der Erwachsene in der Hypnose genauso wenig. Und eben das erkläre ich auch besonders in der ersten Sitzung, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, oder Hypnose kann man auch online machen, beispielsweise per Zoom, funktioniert auch wunderbar. Und in der ersten Sitzung nehme ich mir eben sehr viel Zeit und erkläre erst einmal die Hypnose. Was passiert in der Hypnose? Was passiert in unserem Kopf, in unserem Körper? Wo passiert Hypnose im Alltag? Und das gibt dann einfach auch das Vertrauen, wenn man merkt, ja, es ist ja nicht das, wo ich ausgeliefert bin, wo ich weg bin, sondern ich kann ja jederzeit selber entscheiden. Dann gibt es einfach auch wieder etwas mehr Selbstvertrauen, auch in anderen Lebensbereichen, nicht nur beim Zahnarzt. Ja, ne, ich finde, du hast es super erklärt mit diese große Angst des Ausgeliefertseins wirklich sinnbildlich zu entkräften mit dem Bild der Gute-Nacht-Geschichte. Das ist, war ein ganz tolles Beispiel und es, glaube ich, hilft auch vielen, das einfach gut einzuordnen und wirklich keine Angst davor zu haben. Vielleicht noch eine Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen, sagen, Mensch, funktioniert das bei jedem? Funktioniert das bei mir auch? Ich bin ja eher so der. Vielleicht denken manche, ich bin eher der rationale Zahlen, Fakten, linkshirnseitige Typ. Ja, bei mir funktioniert das nicht. Ja. Gibt es sowas? Wie ist da die Erfolgschance einer Hypnose? Ist jeder hypnotisierbar? Wie sind deine Erfahrungen? Prinzipiell ist jeder hypnotisierbar, besonders wenn er schon mal irgendwann in seinem Leben in der Nacht geschlafen bzw. auch geträumt hat. Und wie ich es immer erkläre, ist, es kommt aufs richtige Set und aufs richtige Setting an. Das heißt, um die richtigen Umstände. Um jetzt einmal aus einem anderen Lebensbereich Beispiel zu bringen. Wenn du eine Frau hast, die vor kurzem entbunden hat und ihr Kind ist mit anwesend, dann wirst du diese Frau unmöglich hypnotisieren können, weil wenn dieses Kind eine Millisekunde zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise atmet, dann ist die vollkommene Aufmerksamkeit vollkommen auf dem Kind. Und das ist absolut richtig so. Es geht um das Überleben der Menschheit, wenn man so mal etwas größer fasst. Und wenn man jetzt aber vielleicht einmal 2, 3 Wochen wartet, 2, 3 Monate wartet und die Frau möchte Hypnose machen und sie weiß, das Kind ist gerade beim Papa, Oma, Opa, wem auch immer, das Kind ist gut versorgt und ist nicht anwesend, dann wird diese Frau sich sowas von liebend gern in diese Hypnose begeben und einfach diese tiefe Entspannung genießen, weil es einfach seit Wochen, seit Monaten in der Nacht keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen hat, weil es einfach fix und fertig ist und nur noch funktioniert. Und da sieht man mal, es funktioniert prinzipiell bei jedem Menschen. Es kommt aber immer aufs richtige Set und Setting drauf an, auf die richtige Erklärung im Vorfeld. Und dann ist Hypnose wirklich tatsächlich bei jedem Menschen möglich. Ja, super. Vielen Dank, Matthias. Sicher für viele unserer Zuhörer zu sehr ein spannendes Thema. Wie können die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen? Welche Kontaktadressen, wir werden sie auch verlinken dann unter diesem Video oder in den Shownotes des Podcasts. Wie kann man sich bei dir mal informieren, um sich auch selbst mal eine Hypnose zu gönnen? Sei es jetzt mal, geht es bei einer Angst für den Zahnarzt oder ohne den Zahnarzt oder vielleicht auch um ein anderes Lebensthema. Wie können die Leute zu dir Kontakt aufnehmen? Am besten so. Perfekt. Also. Ich habe logischerweise auch eine Webseite. Die Webseite ist hypnose-köck.de und da ist wirklich gleichgültig, ob man es mit Ö oder mit OE schreibt. Beide Domains gehören mir und sind entsprechend verlinkt. Ich bin auf YouTube zu finden mit ein paar Videos, auf Facebook. Meine Telefonnummer sieht man da jetzt nicht ganz gut, aber die kommt dann einfach unter das Video mit runter. Und auch meine E-Mail-Adresse über meine Webseite bin ich erreichbar und auch über alle anderen Kanäle, wo man sich momentan nur denken kann.
Und der Erstkontakt ist auch kein Problem über Telefon oder Videochat. Man muss jetzt nicht gleich nach Mühldorf fahren, sondern oder Simbach fahren, sondern man kann auch per Online mit dir Kontakt aufnehmen, zumindest das erste Mal. Richtig. Wie gesagt, Hypnose funktioniert auch einwandfrei online. Ich habe auch einige Klienten in Köln, Wien, in der Schweiz, in Berlin und so weiter und so fort. Also online funktioniert auch sehr gut. Und auch ein kostenloses Beratungsgespräch von 30 Minuten biete ich gerne an, egal ob telefonisch, per E-Mail oder welche Kontaktmöglichkeit. Einfach um sich einmal zu informieren und einfach einmal zu fragen, ist das überhaupt was für mich, funktioniert das bei mir? Und ja, dann erkläre ich einfach das Ganze. Perfekt. Vielen Dank, Matthias, für das heutige Thema Hypnose und die Möglichkeiten bei Angst vom Zahnarzt. Man hat jetzt also die Möglichkeit, entweder mit Angst zum Zahnarzt zu gehen oder total tiefenentspannt mit einer schönen Gute-Nacht-Geschichte den Zahnarztbesuch quasi zu verschlafen. Das Thema ist super, super spannend, Matthias. Ich möchte gerne mit dir noch eine zweite Folge drehen, wo wir vielleicht über das Thema sprechen, wo kann Hypnose allgemein im Leben noch helfen? Es gibt ja auch noch andere Bereiche aus dem Zahnarzt. Wäre super spannend, wenn wir da noch eine zweite Folge machen. Und vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon auf das weitere Gespräch und auf weiterhin gute, glückliche, entspannte, tiefenentspannten Klienten und Patienten. Ich freue mich drauf. Danke fürs Interview.